Hallo, willkommen zurück bei Hearthstone Jungs, Meets. schaut mal, wer wieder da ist. Heroes of Warcraft. Ich habe etwas gemacht. Jetzt vergessen wir mal schnell mit den Quests. Ich habe nämlich, lasst uns mal auf meine Sammlung gehen. Ich habe, ach, das sieht man es gar nicht, oh Mann. Also wieder zurück. Ich habe 460 Gold gesammelt. Ein paar Quests erledigt und so weiter und so weiter. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen Packungen kaufen, und zwar deren 4. Zum Shop. So. Kaufen. Okay, eine. Kaufen 2. Kaufen 3. Und last, but, ja, jetzt schon least, noch eine. So. Jawohl, wir haben 4 Packungen. Packungen öffnen. Packung Nummer 1. 5 Karten, das war fast klar, dass da drin sind. Und jetzt gucken wir mal, was das für Karten sind. Die Blutsegelräuberin. Kampfschrei erhält Angriff entsprechend dem Angriff eurer Waffe. Na ja gut, ist natürlich interessant, wenn jetzt ein Paladin gerade seinen Echtsilber-Champion drauf hat mit 4 Angriff, dann hat die hier schon 6 Angriff. Ganz okay. Oh. Aushenai, Seelenpriesterin. Eure Karten und Fähigkeiten, die Leben wiederherstellen, verursachen stattdessen nun Schaden. Priester, das war die Karte, wo mir da einmal in der Arena. Sagen wir einfach, ich habe sie nicht so glücklich ausgespielt und es nicht bemerkt. Zerschmettern! Fügt einem Diener 2 Schaden zu. Zieht eine Karte, wenn er überlebt. Der Krieger, sehr schön. Der junge Drachenfalke, Windzorn, ein Einzorn kann dann zweimal angreifen, ganz nett. Das sind so Karten, die können unheimlich nerven, finde ich immer. Und die Windzorn-Harpyie, die haben wir aber schon. Fertig. So, dann du da rein. So, was kommt denn jetzt? Wir fangen wieder oben an. Druide der Klaue. Wählt aus Ansturm oder plus 2 Leben und Spott. Ah ja, schön. Druidenkarte. Oh. Selten, der Meisterschwertschmied. Verleiht am Ende eures Zuges einem anderen zufälligen befreundeten Diener plus 1 Angriff. Ja, nett. Der Moorkrabbler, ein Spotter für alle Klassen. Eine epische Karte. Zorn des Wildtiers für einen Kristall. Verleiht einem Wildtier plus 2 Angriff und Immunität in diesem Zug. Ja, geil. Oh, eine schöne Jägerkarte. Und eine Priesterkarte, Inneres Feuer. Setzt den Angriff eines Dieners aus dem Wert, der seinem Leben entspricht. Ah ja, schön, wenn man jetzt da, so wie jetzt hier diesen Moorgrabbler hat, ist das natürlich ganz nett, ne? Okay, schön. Schön. Eine epische Karte. Gefällt mir. So, Nummer 2, also Nummer 3, aber da war eine 2 gestanden. So, zeig mir es. Selten. Der wilde Pyromant. Fügt allen Dienern einen Schaden zu, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Ja, okay. Ja, nett. Der Flammenwichtel von Hexenmeister. Kampfschrei. Fügt eurem Helden 3 Schaden zu. Okay. Vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren erklären, was die Karte bringen soll. Ich kapiere es nämlich nicht. Weil ich habe ja auch nur 3 Angriff damit. Meine, ich weiß schon. Also so, bei WoW war es doch so, wenn ich meinen Wichtel opfer, kriege ich Mana oder irgend sowas. Täusche ich mich? Was haben wir denn da? Die Agentum Knappin. Gottesschild. Ja, eine Karte, die am Anfang ein bisschen nervig sein kann. Dämonen wahrnehmen. Fügt eurer Hand 2 Dämonen aus eurem Deck hinzu. Oh ja, das ist schön, Hexenmeister. Gut, und? Der verrückte Bomber. Kampfschrei. Verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle anderen Charaktere aufgeteilt wird. Ja, schön, oder? Das gefällt. So, und dich da rein. So, und da haben wir hier.
Kältekegel für einen Magier. Friert einen Diener sowie seinen benachbarten Diener ein und fügt ihm einen Schaden zu. Nett. Der Amani-Berserker für alle Klassen. Wutanfall plus 3 Angriff. Ah, okay. Wenn er verletzt wird, kriegt er einen Wutanfall. Schön. Selten. Die Rüstungsschmiedin. Erhaltet jedes Mal eine Rüstung, wenn ein befreundeter Diener Schaden erleidet. Okay, nett für einen Krieger, okay. Scharfseher von Dralma. Windzorn, alle Klassen. Also, das heißt, er darf zweimal angreifen, nett. Und Söldner der Venture Co. Eure Diener kosten 3 mehr. Also 3 Kristalle mehr. Okay, schön. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf meine Sammlung. Weil jetzt haben wir ja hier einiges zu bieten. Der Jäger hat hier einiges Neues. So, neu, Zahn des Wildtiers bei ihm ja. Und auch der tödliche Schuss, den haben wir das letzte Mal noch mitgenommen. Vernichtet einen zufälligen Diener. Was haben wir denn so? Tierbegleiter, der Bussard, der Grizzly. Wolfsreiter, Mehrfachschuss. Ich nehme mal ihn hier raus. Nehme den Tödlichen mit. Hier wieder zurück. So, und dann hatten wir ja hier noch neu. Zahn des Wildtiers. Plus 2 Angriff und Immunität. Was habe ich denn? Waldwolf, Steinhauer Eber, Fährtenlesen, Arkaner Schuss. Scharfschießen. Voodoo-Doktor raus. Hier rein. Jo. Sehr schön. Neu, die Agentin Knappin und er hier. Da habe ich den Steinhauer Eber, weil er Ansturm hat. Der hat Windzahn. Da ist die Blutsegelräuberin. Hier er. Der Schmied ist hier. Der Pyromant, der Bomber. Der Bomber, Sprengfalle. Das ist ja nur ein Mörder, aber der Ansturm. Ich mag diese Ansturmkarten doch so gern. Lass mal nach. Noch eine Windzahnkarte hier, der Scharfseher. So, haben wir hier noch was? Der Moorkrabbler, neuer Spotter. Für 5. Ihn hier. Jo, und dann noch hier die Windzahnharpie. Gut. So. Ah, wie oft haben wir die jetzt? Zweimal im Deck. Okay, schön. Dann haben wir diesmal Karten geöffnet. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht zu sehen, was ich dann neu bekomme. Ich werde offline jetzt noch ein bisschen Gold verdienen, dass wir das nächste Mal dann. Jo, entweder gehen wir in die Arena oder wir spielen ein paar gewertete Spiele und versuchen da mal zu steigen. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr lieber sehen wollt. Würde mich freuen. Und auch gern, welche Klasse ich weiterspielen soll. Ja, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao, bis bald.